Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Ratspräsident, in einer Krisenzeit, in der wenig Europa-Begeisterung zu spüren ist, könnte die polnische Ratspräsidentschaft doch einige Lichtblicke setzen. Eine deutliche Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist EU-freundlich eingestellt, EU-freundlicher als in vielen anderen Ländern. Wo das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft Offenheit ankündigt und darunter mehr und bessere Verständigung mit unseren Nachbarstaaten Ukraine, Moldau, Belarus und Russland versteht, begrüße ich das ausdrücklich. Deutschland hat als westlicher Nachbar Polens gute Erfahrungen in der grenznahen Zusammenarbeit der Regionen gemacht. Vor den vielfältigen politischen Herausforderungen stehen wir gemeinsam. Im Hinblick auf die Entscheidungen zur Economic Governance benötigen wir eine offenere und respektvolle Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, besonders zwischen Rat und Parlament. Inhaltlich kann ich nur wiederholen, wir müssen anfangen, die Menschen zu retten und nicht nur an die Banken denken. Eine Bemerkung zur Reform des EU-Haushalts will ich dennoch machen. Eine quasi Einfrierung des mittelfristigen Haushalts halte ich für unrealistisch. Populistische Parolen wie "Jetzt müssen wir an der EU sparen" greifen eindeutig zu kurz. In der Krise muss und kann die EU ihren Mehrwert beweisen, indem sie als handlungsfähige, solidarische Gemeinschaft auftritt. So habe ich auch Ihre Rede verstanden. Im Hinblick auf die Energie- und Klimapolitik scheint das Arbeitsprogramm verbesserungsfähig. Ein neues globales Klimaschutzabkommen, das an Kyoto anschließt, muss in den kommenden Monaten erreicht werden. Die Europäische Union darf dabei nicht als Bremser auftreten. Ich wünsche dem polnischen Vorsitz ein gutes Gelingen.